Hallo, willkommen zu Let's Play Dark Messiah of Might and Magic mit mir, Fro, Görki. Da kamen wir her, oder? Ja, genau, wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann ist doof. Ich muss jetzt diese Leiter nach oben. Ich höre schon wieder Schritte. Hier weht ein kühles Lüftchen. Dann sollten wir vielleicht das Dach überqueren, anstatt hier rumzustehen. Was war das? Hey, du! Volltreffer! Das muss jetzt zackig gehen. Kann man zumachen? Ja, nicht, dass ich nochmal runterplumpse. Ich kenne mich doch. Hui. Bärensaft. Habe ich jetzt mit der Mahlzeit? Ja, hier drüben. Das tue ich mal wieder hier rüber. Ah, ich räume mal ein bisschen auf. Die Bücher ganz nach unten. Das Zeug, das ich nicht verwenden kann, gleich nebenan. So, Zeug, das ich nicht verwenden will, gleich daneben. Die ganzen Tränke. So, Lebenstrank und so weiter. Mana-Trank, das kann man... Ach komm, schließen wir hier einfach mal an. So. Dann kommt das weiter rüber. Mahlzeit kann hier oben links stattfinden. Dann haben wir noch unsere Waffen. Das ist doch schon mal ordentlich. So habe ich das gern. Okay, dann können hier nämlich die Zaubersprüche alle ran. Hier rechts an der Seite. Ich meine, hier von rechts nach links hätte ich das jetzt gern vor. So. Dürfen drin bleiben vorerst. Wie? Da brauche ich erst einen Schlüssel für. Den besorge ich mir. Was gibt's hier? Kann man hier irgendwas tun? Vielleicht mit Telekinese? Nein? Okay. Komm schon hoch. Saret? Saret, du willst es wohl nicht sagen, dass du hier nicht mehr hochkommst. Moment mal. Geh doch. Kann ich mir das Gegenstände von da unten hochholen? So ein Ölkrug zum Beispiel, der wäre cool. Da unten war doch irgendwo einer. Bei einem Fass. Na, lassen wir das lieber. Aufgepasst. Du solltest wissen, mein Lieber, Menelak ist entbehrlich, der Kristall nicht. Wie meinst du das? Der Kristall war für Menelak. Menelak ist nützlich, mehr nicht. Wichtig ist nur, den Kristall in den Tempel zu schaffen und dich mit ihm. Ist klar. Ich glaube, Bambusschwäne unter den Fingernägeln wirken am besten. Sicher, aber es ist ziemlich schwer, danach noch ein schriftliches Geständnis zu bekommen. Also besser vorher nicht die Zunge herausreißen. Das stimmt wohl. Shit! Das war nicht meine Absicht! Nach oben! Einfach nach oben! Und boing! Ach, ich tue das schon! Auf meine Art und Weise! Okay, das war's mir wert. Ganz ehrlich, das war's mir sowas von wert. Huh. Schauen, wo bin ich denn hier? Dass ich einfach den Boden zertreten kann. Interesting. So, aufgepasst. Nicht, dass ich auch selber da runterkrache. Auf dem Fass kann ich landen. Auch so. Wieder weg. Passt. Oh, das sieht ein bisschen abgefackelt aus, kann das sein? Ich höre schon wieder irgendwas hecheln. Aha. Wie, ist alle auf einen Haufen gefallen? Finde ich interessant. Boing.
macht nichts hier. Selbst wenn ich hüpfe. Okay. Ein Brett reicht. So, Mana-Trunk. Ja, habe ich ja richtig gern. Ölzeug. Noch mehr. Das muss hier doch irgendwo lang gehen. Da nach unten, na, verstehe. Aber erstmal hier hinten gucken. Irgendwas ist doch immer versteckt. Irgendwas machen können hier? Nein? Okay, dann nehme ich wieder den Krug hier mit. Ah, stimmt ja, die hatten irgendwas. Wie jetzt? Du hast Sauerei gemacht. Ah, Fräulein! Ach, das war das Orangene auf dem Boden. Ihre Frisur. So, das hätte ich gerne mitgenommen. Nur mehr Kurzschwerter. Bringen mir alle gar nichts, ne? Nee, bringen mir alle gar nichts. Shit, das habe ich den Krug zu Bruch gebracht. Der Boden ist aber echt blitzeblank, muss ich sagen. Warst du das, Fräulein? Hm. Aus dem Brief, meine ich. In der letzten Folge. Aufgepasst. Okay. Passt schon, Junge. Was haben wir hier? Na, nichts. Warum nichts? Da drunter? Schon wieder hechelt irgendwas. Ich find's so grausam. Das ist ein tolles Bett. Na, ganz ehrlich, ich will auch so eins. Heftig. So. Kurzschwert, Kurzschwert. Bringt alles gar nichts. Hab's das Ding nur schon. Was haben wir hier? Ah, nichts Leckeres. Kam ich hier runter? Yep. Was gibt's hier Gutes? Heiltrank. Noch mehr Leckeres dahinter? Nein. Oh Mann, alles auskundschaften ist mir echt wichtig. Um hier Hebelchen zu betätigen. Gegenstände. Eine Banane. Nom, nom, nom. Da kann ich runterklettern. Ich nehme einen Kristall, bevor ich gehe, alter Dummkopf. Aber zunächst brauche ich ein paar Informationen. Pläne vom Tempel. Die Zaubersprüche für die Türen. Die Fallen. Nein. Ach, niemand. Stinkender Apfel. Wirklich. Ich befrage euch so lange, wie es geht. Onkel, nein! Befrage mich. Oh, du Schwein! Diesmal stirbst du wirklich! Onkel! Nein! Nein! Was war das denn? So leid. Ich habe dich mit reingezogen. Mir geht es gut, Sarit. Aber der Kristall ist... Oh nein, Sarit, ihr müsst diesem Ghoul folgen. Wir treffen uns später beim Boot. Gemacht, getan. Bloß wie? Ah, hier entlang. Mir egal. Einfach weiter. Ich hab ihn. Da ist er doch. Du hattest ihn doch gerade. Oh, Sarit. Nein. Es war doch gerade noch möglich. Warum? Es darf ich diesem Vieh hinterher. Okay. Sind wir gespannt, ob ich's packe gleich auf Anhieb. Er ist weg. Nicht, wenn du ihm über die Dächer folgst. Schnell!
Moment, erstmal heilen. So, wie jetzt? Wo jetzt war? Wo ist bitte eine Leiter? Muss ich da nach oben? Nein, muss ich nicht. Wo bin ich hier? Ach, da lang! Jetzt hier, ach, seitlich entlang. Verstehe. Das ist eine Sackgasse. Versuch einen anderen Weg. Ach, da rein. Nicht stehen bleiben, er entkommt. Da ist er. Ich sehe ihn, er wird nicht entkommen. Spring, du kannst es schaffen. Bei den Augen der Drachen. Was war denn das? Vielleicht hat das fiese Ding die Straße genommen. Wir haben keine Zeit, wir müssen da durch. Hoch da, hoch da. Du darfst jetzt nicht zögern. Drecksvieh, echt? Wo ist es hin? Und jetzt? Okay. Jetzt scheint wieder Geschwindigkeit rausgenommen zu werden. Okay. Ich hab's geschafft. Gleich beim ersten Mal. Kenn ich ja gar nicht von mir. Aber irgendwie ist der futsch. Der Ghoul. Ich höre ihn zwar noch hecheln, aber ist irgendwie weg. Moment mal. Was ist das denn da drin? Das schnapp ich mir jetzt mal. Komm her. Dich will ich. Was ist das denn? Neuer Bogen? Ein Langbogen. Erfordert Schießkunst plus 1. Hab ich ja. Das ist gut. Das heißt, den normalen Bogen kann ich jetzt eigentlich fortwerfen. Und weg mit dir. Dolche. Ich lasse mal mit bei, von Fall, dass ich mal brauche. Kampfstab. Ich bin überhaupt nicht der Nahkampftyp. Aber man sagt mir immer wieder, es soll auf Nahkampf gehen. Es ist echt schlimm. Ich warte mal. Noch kann ich die Skillpunkte sammeln, wollte ich sagen. Sammeln. Fassen, wollte ich, glaube ich, sagen. Egal. Darf ich ins Lagerhaus eindringen? Komm schon, hoch da. Saret! Jetzt gehe ich nämlich eins drüber, oder? Dialoge sind ja geil. So, dann schauen wir mal. Der Bogen. Sieht schon mal ganz anders aus. Hier so zoomen, okay. In Ordnung. Cool. Warum gar nicht groß Geräusche machen, so im Sinne von auftreten und so, weil ich bin jetzt drüber gespringt. Können wir hier die Pilze hier aufsammeln? Ja, was ist das? Ein magischer Pilz. Nom 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 nom. Kanalisation. Schaufel. Noch nicht. Erstmal gucken, was hier so geht. Nichts, nicht, nicht. Schubkarre? Nein. Geht das hier auf? Ist zu. Gut, dann Kanalisation, ha? Zaret, halt dich fest. Nochmal bitte. You. Okay, es ist Kies. Ich habe gerade gedacht, es ist was anderes. Uiuiuiuiuiui. Das ist ein schwarzes Loch. Da geht's ewig weit.
Müffels. Aber Kanalisation ist es nicht. Nee, ist einfach ein unterirdischer Tunnel. Kannst du bitte ausgehen? Na, Moment. Ah, es geht von alleine aus. Was hast du gesagt? Ich konnte es nicht verstehen, weil die Fanfare geblasen hat. Guck, guck. Bist du sicher, dass sie abgeschlossen ist? Die Kohle verspeist unsere Eingeweide zum Nachtisch ständig. Hey, es ist ungefährlich. Mach dir keine Sorgen. Ich halte mich mal im Dunkeln auf. Vorsichtig. Echt stealthig an die Sache rangehen. Bleib sofort stehen. Nicht dein Ernst, der hat mich jetzt nicht gesehen. Das ging ziemlich schnell, hä? Hat er mich einfach mal entdeckt? Naja, Gott sei Dank ist die Mission nicht fehlgeschlagen. Ich probier mal einen anderen Weg. Es scheinen mir zu viele Gegner auf einem Haufen zu sein. Ich infiltriere lieber mal von außen. Jetzt sind sie auf jeden Fall alarmiert. Sie suchen nach mir, wow! Das ist wirklich interessant. Meine Schritte sind viel zu laut, Leute. Ich muss echt gucken, dass das Skillsystem mir da irgendwie einen Vorteil verschafft. Da? Nee. Ich habe gehört, der Überfall hat gut geklappt. Nun denn, wir haben bekommen, was wir wollten. Haben allerdings einige Männer und Ghule verloren. Wenn du den Kristall bekommen hast, wird Lord Arantia erfreut sein. Der Rest ist nur eine Zugabe. Zur Hölle. Sie lassen Ghule auf Raubzug gehen, aber uns nicht? Beschwer dich doch. Ich gehe in einer Stunde zum Anleger, um das Schiff des Zauberers zu erwischen. Das ist aber ziemlich interessant. Hier will es. Willst du ihn fragen? Ich habe noch einen Spion gefangen. Ja, ich habe gehört, er hat uns von dem Boot erzählt. Wer hat ihn Hilfe! Aber zumindest wissen wir jetzt, dass wir auf dem Weg zur Insel sind. Liebe Leute, ihr müsst zugeben, dass dieser Schuss extrem gut war. Pardon, also ich muss echt sagen, so, ich bin in den meisten heiklen Stellen, wenn es ums Kämpfen geht, richtig leise. Es ist halt einfach so, wir Let's Player versuchen immer wieder ein bisschen, die Kampfszenen und auch Szenarien im Videospiel auszuschmücken mit Kommentaren. Aber es funktioniert halt einfach nicht immer so, wie wir wollen. Manchmal ist das Spiel heftiger als wir. Genau, das merkt man auch bei so einem Spiel. Oh shit.
Ja, aber ich glaube, die Folge, die wird gerade ziemlich lange, hä? Komm, jetzt gebe ich mir hier noch ein richtiges Battle im Pfeil- und Bogenschießen mit dem hier. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Nicht gut, gell? Nicht gut. Okay, dann sehen wir uns vom nächsten Speicherpunkt aus wieder. Bis zum nächsten Mal. Alrighty then.